Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pöbelt. Und wir waren jetzt hier gestorben. Da, bitteschön. Prügel dich mit ihm. Sehr schön. Schöner Body Slam. Nur leider zur falschen Zeit, meiner Meinung nach, aber okay. Wir haben gegen ihn hier als Boss verloren, weil wir verbrannt sind, leider Gottes. Aber ja. Und wir gucken jetzt mal, ob der Boss doch noch wieder da ist oder nicht. Weil er war jetzt nicht mehr da. Ist er das? Er ist es, okay. Er ist also doch da. So, wir setzen. Nein. Ihn ein. Ja, bitteschön. Viel Spaß. Prügelt euch. Naja, also Feuer gegen Feuer sollte nicht so viel. Ah, okay, er macht wieder viel mehr Schaden als. Mein Frosty ist auch wieder hoch, obwohl ich ehrlich gesagt Erde verwenden wollen würde, um es zu testen. Ich muss aufpassen, dass meine Rüstung sich wieder erholt. Nein, bleib weg. Ich habe grundsätzlich ja nichts dagegen, wenn er auf mich geht, sodass mein Pearl ihn einfach bekämpfen kann, obwohl der Schaden natürlich minimalistisch ist. Komm, wir versuchen ihn hier mal. Mal gucken, was er macht. Schon ein bisschen besser, der Schaden, ja. Das könnte noch interessant werden. Okay. Oh, nee. Uff. Ja, guter Schaden, guter Schaden, guter Schaden. Lass mich in Ruhe. Ja, na, Schock. Jetzt wird es interessant, wie viel Schaden. Oh, also die Attacke ist schon mal richtig gut. Oh, jetzt wird es nachts. Das ist schlecht. Immer noch die falsche Rüstung. Das bedeutet aber auch, wir können unseren Frosty nicht rausholen. Weil das wird zu kalt werden. Wir haben kein. Schon sagen, wir haben nur Essen. Sorry, tut mir leid, hab vergessen, dass wir das Essen noch reintun mussten. Ich will ihn auch fangen, so viel steht außer Frage. Uff. Aua. Müssen wir ihn wieder einsetzen? Hilft erstmal nicht. Wie gesagt, die normalen Pfeile würde ich ja wie Solo zu werden. Deswegen ist das nicht unbedingt so verkehrt. Problem ist halt, wie gesagt, wenn wir Frosty einsetzen, das wird nicht klappen.
Da werden wir uns nämlich erfrieren. Der wird so weit weg, ey. Sind immer noch auf 200 runter. Also ich würde schon gerne versuchen, mit ihm jetzt auf 100. Jawohl. Und dann müssen wir gucken, ob wir ihn vielleicht noch 2-3 Mal abschießen können. Oh oh. Ah, okay. Trotzdem noch getroffen. Okay, 6. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das könnte jetzt einige Bälle bedeuten. Na toll. Einige paar mehr Bälle. Drücken wir es mal so aus. Wir hatten wahrscheinlich mit Anubis richtig Glück, dass wir den beim, weiß ich nicht, dritten Versuch oder so gefangen haben. Weil es ist ja 6%. Das ist, ja, rein mathematisch müssen wir hier 20 bis 30 Bälle locker verbrauchen. Würde ich jetzt behaupten. Aber ich will ihn haben. Deswegen brauchen wir halt auch eigentlich die große, na, wie heißt das? Die große Anlage, damit wir die besseren Bälle noch bauen können. Ach man, schade. Weil die ja noch mal eine Nummer, ich verbaue hier auch alle meine Bälle, habe ich gar kein Problem mit. Also, habe ich gar kein Problem mit. Also, oft wie der einen Ball jetzt gegen den Kopf bekommt, muss er auch langsam denken, ach komm, hier, komm. Ja, ich mach's. Wie viele Bälle wollen sie einsetzen? Ja. Wir haben ihn. Wir hatten über 50 Bälle, ne? Okay. Wir können ja noch hier jetzt erkunden gehen, schnell auf die Schnelle, wenn wir da wieso schon sind. Wo ist denn das da? Das wäre Osten, also die Richtung. Wir müssen mal ganz kurz hier sortieren. Weg. Ja. Halt. Du kannst noch weg. Kälteresistente Rüstung. Wie, hatten wir nicht noch eine? Da haben wir noch hitzeresistente Fellrüstung. Was tragen wir? Hitzeresistent. Wir haben zwei? Wieso haben wir zwei? Hatten wir oben noch eine drin liegen? Und jetzt haben wir eine produziert, obwohl wir oben noch eine drin liegen hatten, ne? Wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Och Mann. Ja, gut. War ja nicht unbedingt verkehrt. So. Dann du. Okay. Die Bällchen schnell noch sortieren. Hier kommt noch der Geld. Die Schlüssel. So, du noch weg. Der Speer kann nach da. Du natürlich hoch. Das hier ist auch noch mal was anderes. Eier.
Bisschen Brot. Das. So. Okay. Na dann, wo ist mein... Ja. Oh, und der hat ein Level gemacht. Nee, Süden? Nee. Ah, Westen eigentlich, ne? Ja. Ab zu den Bergen. Bei den sieben Zwergen. Ich brauche Sphären. Und dann hoffe ich mal, dass dieses Pearl gut war. Ich habe nämlich nicht hingeguckt, was er für Stats hatte. Der Boss. Wee. Kommen wir da hoch? So mit dir? Würde mich auf jeden Fall freuen. So. Da haben wir eine da müsste man sogar einen Tonschlüssel für haben, ne? Pistol, Bauplan. Oh, vielleicht ein grüner? Ein lila. Oh, das ist gut. Pistole, Pistole. Das ist gut. Wenn wir die nochmal updaten können, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir müssen, glaube ich, fliegen. I'm flying. So. Da ist noch eine Truhe. Also ich gehe jetzt gerade nicht auf Gas. Jetzt ist Gas, jetzt ist kein Gas. Also der, ich habe das Gefühl, dass der schon ganz schnell ist. Also doch relativ zügig auch unterwegs ist. Da ist auf jeden Fall noch eine. Truhe. Da sehe ich auch noch eine. Okay, holen wir uns erstmal die. Gehen dann wieder nach oben. Okay. Fange ich den? Ich würde eher versuchen, den Boss, obwohl, kann mir vorstellen, dass das einfacher ist, den zu fangen, als die Bosse zu fangen. Ich soll zumindest die auf Level 1 bringen. Oh. Schon. So, Elektrodrüsen, sehr gut. Aber eigentlich wollten wir ja wieder hoch, ne? So. So. Ne, du bist nur Erz oder so. Da ist noch eine Truhe. Hast du ein Ei, glaube ich. Da ist noch eine Sphäre. Sehr gut. Ach. Kommt man da ran? Hallo? Zu groß dafür? Ich kann sagen. Darauf den Pilz da rankommen. Da ist ein Ei. Da ist eine Truhe. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch in den Süden. Nochmal Pistolenbauplan. Nicht Plaupan. Weil im Süden hatten wir. Hier unten hatten wir noch eine. Ecke nicht entdeckt, okay. Hm.
So. Okay, haben wir. Das ist auch aber ohne Truhe, oder? Bin ich jetzt. Na? Ja. Sehr gut. Da ist noch eine Truhe. Ah, komm. Warte mal. Steigen mal um. Ich glaube trotzdem, dass wir mit dir immer noch schneller sind als mit dem Vöglein an der Wand. Wir müssen, glaube ich, auf den Berg da. Also zumindest in die Richtung des Berges. Lalalala. Was? Och Mann, oh. Ja, komm, dann. Ah, danke. Die hätte ich sonst übersehen, vermutlich. Na komm schon. Du willst doch auch in meine Sammlung. Ich weiß das. Siehst du, ich sag's ja. Du willst auch in meine Sammlung. Warum man sich immer so sträubt. Und dann doch in meine Sammlung kommt, also wirklich. Okay, können erstmal kurz hier an den Rand lang. Ah, da ist auch noch eine Truhe. Da ist auch noch eine Truhe. Oder war. Da hatte ich meiner Meinung nach auch noch was gesehen. Müssen wir gleich mal gucken. Aber das kann auch jetzt eine optische Täuschung gewesen sein. Hier unten. Achso, war nun Ei. Okay. Da bin ich jetzt nun nicht zwangsweise drauf scharf. Okay, so. Aber Truhen und Seelen, das ist das, was ich brauche. Da hinten sehe ich auf jeden Fall eine Truhe. Na, ihr mich auch. Wer denn jetzt? Er da? Aua. Nein! Er hat den komplett niedergemäht. Okay. Das war jetzt so nicht von mir beabsichtigt. Aber 8 Feuerdrüsen. Autsch. Nee, da in die Richtung. Ja. 8 Feuerdrüsen gehabt das. Das war ein Ei. Wie viel haben wir Platz denn noch? Ah. Hier haben wir nämlich noch eine. Oh, noch eine Bauplanpistole. Oh, ne. Wir machen mal lo weiter Logi Logi. Sehr schön. Also ich komme gerade mit ihm hier auch meiner Meinung nach relativ zügig voran.
So. Nee, wir haben hinter uns immer noch was übersehen. Nicht nur Stein, okay. Nur a stone. Also genau hier hinten haben wir irgendwas noch nicht erkundet. Angeblich. Ist das da eine Truhe? Nee. Aber da unten ist eine Truhe. Wollen wir uns die noch holen? Wäre auf jeden Fall machbar. Problem ist, wir müssen dann wieder hochfliegen. Da ist auch noch eine Truhe. Oder? Glaube ja. Nehmen wir die Truhe mit. Oh. Du hast mal keine Power mehr. Ach, das ist auch nur noch eine lila Truhe. Die brauchen wir nicht. Oh, hier ist eine Oase. Oase, habe ich gar nicht gesehen auf der Karte. Mit Unterstand. Okay. Eigentlich optimal. Hallo, ihr da. So. Gehen wir weiter. Da ist der Dogge Dog. Interessiert mich aber nicht. Da ist nur ein Ei. Was? Achso, du bist hungrig. Sag's doch. Dann tauschen wir mal kurz. Dann tauschen wir doch einfach mal kurz. Hallo, Ira. Achso, die interessieren sich gar nicht für mich. Cool. Wir haben, glaube ich, keine Silberschlüssel mehr. Doch, einen haben wir noch. Oh. Noch einen. Metallrüstung, Bauplan. Ah, gut, okay. Das bringt uns nicht viel. Kurz hinter uns nochmal gucken. Okay, haben wir. Dann den Punkt löschen und dahin. Das müsste doch eigentlich auf der Karte zu sehen sein. Was ist so weit weg? Ne, da, 200 Meter. Nichts. Da wird eine Truhe sein. Würde ich behaupten. Da. Okay. Dann müssen wir da nochmal hoch, glaube ich. Silberschlüssel wieder bekommen. Sehr gut. Müssten wir da hoch? Naja, nicht so richtig. Also ja, wir müssen da hoch, weil dann können wir von da erstmal nach Hause. Ah, damit kommen wir nicht hoch. Schade. Dann auf und davon. So. Ja, ja, du mich auch. Aua. Hier auch noch mal, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Tower, wenn die hier Anubis war, Level 47, der wird nicht viel niedriger da drin sein. Das bedeutet, wir müssen ordentlich noch leveln. Unter 45 sollte ich da nicht rein, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und wir haben ja noch die ganze linke Seite zum Erkunden. So, dann gucken wir doch mal hier. Wir haben ihn gefangen. Was hat oh, selbstzerstörerisch Angsthase. No, dann wirst du nicht genommen. Dann ist das erstmal so. Ich glaube, wir können ja jede Stunde sozusagen den Boss nochmal farmen. Der braucht halt nur so viel. Also der, ja. Das müssen wir dann gucken. Hier ihn als Boss. Nur gucken, wo. Was hat denn der für Werte? Grüner Daumen, immerhin etwas da. Upsi.
So, nimm mal den 23er. Wen haben wir denn da aus Versehen ausgetauscht? War das ein Hund? War ja irgendwo hier hinten, ne? Hier, hinter... Ja, der ist ja auch nicht da. Vor unserem Drachen. So, vor unserem Drachen. Halt. Würde ich auch erstmal irgendwo einsortieren. Okay. So. Vor unserem Drachen. Ach man, ich bin so deppert. So, hier. Nach unserem Drachen kam ein Hund. Oder? Jetzt doof? Nee. Hä? Haben wir da keinen aus Versehen weggebackt? Mir war so. Anubis? Wer ist vorne? Kein Anubis? Nee. Nur die beiden Hunde. Davon hatten wir zwei gefangen. Das weiß ich noch. Haben wir die auch schon hier irgendwo einsortiert mit? Nee. Dann... kommen die Hunde auch erstmal hier hin. So. Okay, ihn werde ich auf jeden Fall nochmal pushen, wenn möglich. Bei meinem Drachen bin ich noch am überlegen, ob ich den nochmal pushe oder ob ich erwarte auf einen besseren Boss. Achso, den kann ich gar nicht mehr pushen. Ha! Ah. Ah. Okay. Dann packen wir die Seelen erstmal weg. Machen die Eier schnell. So. Mir ist egal, was wir da für Eier reinpacken. Jumbo-Eier? Na gut. Obwohl, eigentlich wäre es gut, wenn wir überall immer die gleichen reinpacken. Dann sind sie halt relativ gleich fertig. Ne? Obwohl. Ja, okay. Oder auch nicht. Alleine da haben wir schon 10 Minuten Unterschied. So, hier kommst du rein. Und da kommst du rein. So, Jumbo-Ei. Normales Ei. Okay. So, dann... du und du. Nehmen wir die beiden noch mit. So. Okay, haben wir auch. Dann gehen wir gleich nochmal bei der Forschung gucken. Das Problem ist halt, wir kommen gerade nicht voran. So, Sekunde. So, jetzt gucken wir mal. Medizin? Hat man nicht Medizin hier auch drin? Nee. Wir machen mal hier kurz so eine Sortierung, damit wir zumindest mal so ein bisschen haben. Hier. Knochen. Oh. Blümchen. Knochen. Warum haben wir Schießpulver hier drin? Hä? Schießpulver gehört auch da rein. Hier hat man auch die Medizin drin und dich drin. Mann. Ah, fertig. Perfekt. Gut, hätten wir auch drin lassen können, meiner Meinung nach. Aber okay. So, was habt ihr hier wieder schönes fabriziert? Dort ist alle draus. Dort haben wir noch. Dann können wir hier tatsächlich schon mal den zumachen. Also zumachen nicht im Sinne von zumachen, aber ja. So, hep. Okay, Brot packen wir natürlich wieder hier rein. Da Brot, hier Essen. Hep. Problem ist halt, dass wir immer wieder unterwegs sind und dann brauchen wir wirklich Nahrung. Ich hätte gesagt, wir produzieren hier mal wieder 100, sagen wir mal 150.
Dann haben sie da auch noch was zu tun. So, wir gucken mal, ob wir jetzt an die Pappkan, weil wir müssen hier ran. Ich hab sie endlich! Oh, endlich habe ich die Pappkan. Eine Flinte mit großem Magazin liefert auf kurze Distanz unschlagbaren Schaden. Das kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen. So, dich packe ich jetzt erstmal hier raus. Ganz einfach und ganz simpel. Problem ist, wir haben für die Pappgun. Also ich habe das Ding noch nie benutzt, den Enterhaken. Keine Ahnung, ob man den wirklich braucht, wenn man die Perks hat, mit denen man fliehen kann. Aber gut. Dann können wir ja jetzt mal gucken. Wir könnten jetzt tatsächlich hier diese Pistole bauen. Wir haben auch genügend hochwertiges Öl. Wir müssen das dann nur noch mal farmen gehen. Oder, warte, wir gucken mal, Technologie. Wir haben noch 8 normale Punkte. Können wir hier die... Nee, können wir noch nicht, weil wir das Level noch nicht haben. Das ist jetzt hier alles sozusagen neu. Es gibt ein neues Schild, was nicht mal teuer ist. Guck mal an, 30 antike Bauteile, die haben wir. Platinbarren gibt es, okay. So, dich brauchen wir jetzt nicht freischalten, wir haben eine. Elektrokühler. Durch Sturmkraft kann damit ein größerer Bereich angenehm gekühlt werden. Aha. Platin wollten wir freischalten. Haben wir. Dann brauchen wir Nägel, kriegen wir. Hochwertige Barren kriegen wir auch zusammen. Wir müssen halt diese Pearl-Sphäre bauen, diese Teil bauen. Okay, 11 Nägel. Baut mir mal 11 Nägel. 11 Nägel. Dann lass uns doch gleich... Weiß gar nicht, wie viel wir haben. 50 produzieren. Weil dann können wir dich nämlich hier abreißen. Ja, ich überlege, ob ich wirklich Metallrüstung... So, da können wir ja auch mal gucken. Können wir nicht hier bauen, ne? Die können wir... Könnten, hätten wir drüben bauen können. Mist. Müssen wir das Fließband nochmal angucken. Okay, einer ist gleich fertig. Wie schnell seid ihr denn damit eigentlich? Ah, es geht, es geht, es geht. Gut. Aber wir können ja hier gucken. Okay. Dann 10 Platinen und wir brauchen mindestens noch 34 hochwertige Metalle. Lass mal gleich 34 brauchen und jetzt nochmal 34 drauf. So, Produktion, dann hätten wir noch 100 in der Hinterhand. Finde ich nicht verkehrt. Okay. Was haben wir für eine Rüstung eigentlich an? Hitze. Lass uns mal die Kälte anziehen, vorsichtshalber. Oh, und dann können wir die beiden nochmal vergleichen. Das sind exakt die gleichen. Warum haben wir... Haben wir einfach so mal eine hergestellt? Weil wir es nicht besser wussten? Ja, die einzige Variante, die mir jetzt so einfällt. Metallrüstung Bauplan 2. Hier Metall, Fellrüstung 2, Stoffrüstung, arktische Tracht. Haben wir doppelt, ne? Ja. Sprich, das kann weg. Das kann weg. Ja, Pistole. Da bräuchte man vielleicht doch nochmal eine neue Lagerung. Also ich würde schon gerne die Pistole bauen. Dafür müssen wir dann nur nochmal hochwertige Sachen uns organisieren. Seid ihr hier fertig? Perfekt. So, und was braucht man noch zum Bauen dafür? Platinen. 10 Platinen. Können wir die hier bauen? Haben wir so viel? Wir haben exakt so viel Polymer. Dann fahren wir tatsächlich Polymer. Ich will die Pistole haben. Obwohl, warte mal. Nee, die brechen wir kurz nochmal ab.
Oh. Okay, 150 Metallbahn. Ach du helle Bimmel. Kann ich das nicht aufnehmen? So. Weil, ich will nochmal Technologie gucken. Wir haben noch 0 Punkte. Gibt es noch eine bessere Pistole? Fällt mir gerade so auf. So, die haben wir nicht. Die alte Pistole haben wir nicht. Wir haben diese Pistole uns gebaut. Dann gibt es noch die Shotgun. Abgun. Domgewehr. Waffenfließband. Panzerfaust. Panzerfaustmunition. What the hell? Also es gibt noch irgendwo Platin. Ich habe auch nur keine Ahnung, wo wir Platin dann herstellen können. Aber wir haben ja noch so... Wir müssen... Es gibt doch Perks, die irgendwie so eine Technologiebücher fallen lassen. Die müssen wir farmen. Stelle ich gerade so fest, weil... Wir haben nicht mehr so viel Level mit so vielen Punkten. Also... Hier. Hitzeresistente, hochwertige Metallrüstung. Ja, will ich haben. Definitiv. Hochkälte auch. Auch die will ich haben. Weil das bringt einfach schon mal eine ganze. Elektrischer Hochofen. Den, da können wir dann wahrscheinlich Platin herstellen. Nehme ich mal ganz stark an. Ey, und dafür brauchen wir wieder Polymer. Ja, also wir müssen wirklich Öl farmen. Es hilft nichts. Aber wir stellen trotzdem die Pistole her. So, ganz einfach und ganz simpel. Ihr macht die Platin, weil dann kann ich dich hier... abreißen tatsächlich. Das tun wir auch. Achso, nee, wir gucken erstmal, ob wir genügend drüben haben schon. Habt ihr schon was hergestellt? Naja, ein bisschen halt. Ein bisschen. So, die Nägel können wir da auch mit reinpacken. Die Pistole baue ich. Und die sind doppelt. Okay. Dann schlafen wir kurz, würde ich sagen. Dann sind sie nämlich alle wieder wach. Oh, schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben uns immer den Tag mehr oder weniger oder die Nacht mehr oder weniger verbracht. Ne? Ihr seid natürlich dadurch nicht viel schneller gewesen, ja. Okay, ihr seid am Machen. Du scheinst ziemlich viel Hunger zu haben, wenn du nicht da drauf gehst. Also wirklich. Du machst Küli-Küli. Aha. Ah. Okay, so, durch dich rein. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, Pistole wird dann eine Weile dauern. Warum stehst du... Achso, du stehst auch da an der Werkbank. Haben wir die ersten 8 Platinen. Also wir können natürlich jetzt erstmal farmen gehen. Wir wissen ja ungefähr, wo wir welches herbekommen. Und zwar war in der Gegend waren ja viele von den Brechern unterwegs. Also von den ja, Schildkröten, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und da können wir natürlich entweder fangen wir sie und verkaufen sie dann, aber wir kriegen ja auch, wenn wir sie fangen, Öl. Autsch. So, und die waren ja hier unten an der... Nee, nicht an der Küste. An der Küste da hinten. Weg ja fast falsch runter. Aber nur fast. Oh, kein Silberschlüssel mehr. Schade. So. Einen wunderschönen guten Tag. Wo seid ihr? Nope. Ihr interessiert mich sowas von gar nicht.
Also die kleinen Feuerdinger lassen ja auch was fallen. Also da wäre ja auch noch eine Variante. Ich weiß gar nicht, ob die, was die fallen lassen. Lederfasern, okay. Was lasst ihr hier fallen? Na, renn mal weg. Oh Mann. Weiß nicht, was ihr fallen lasst. Auch Leder, okay. Mann, Mann, Mann. Ihr. Aber wo sind denn jetzt hier unsere? Ihr lasst, glaube ich. Oh, Hitze. Ihr lasst, glaube ich, sowas nicht liegen, ne? Oh. Willst du noch was aus? Ist ja gemein. Na toll. Was? Du lässt auch Öl fallen? Oh, na dann. Tut's mir aber leid. Sehr gut. Also wenn auch ihr Öl fallen lasst, dann muss ich das ja machen. Tatsächlich, auch die lassen Öl fallen. Okay. Ja, du kannst dich mal um ihn da kümmern. Ah, er kommt. Give me your Öl! Give me your Öl! Bist du down? Oh. Sehr schön. Also hier kann man Öl farmen. Das ist die Ölfarm. Kann man jetzt nicht anders sagen. Danke. Guck mal her, hier hinten haben sie doch gegen gekämpft. Okay, sehr schön. Also tut mir ja wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier alles niedermähen muss. Zumindest in einem gewissen Rahmen tut es mir leid. Danke. So. Komm her. Hui. Wie viel Öl haben wir denn? 8. Ah,
nur 18 Öl haben. Ja gut, nur immerhin schon mal etwas. Na. Weil es ist ja nicht mal garantiert, dass die alle 18 Öl fallen lassen. Wenn ich 30 erstmal so habe, würde ich sagen, oder? Ja, komm, zwei holen wir uns noch. Die da hinten. Holen wir uns auf alle Fälle noch. Die da. So, und Feuer frei. Beide getroffen. So muss das. Okay. Oh, da kommt ja noch einer. Tata, was ist damit? Sehr schön. Ja komm, den einen noch. So, haben wir auch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute hier Feierabend. Wir haben jetzt 30 Öl schon mal zusammen. Ist nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch mehr zusammen. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.